Das Motto der diesjährigen Spark ist die Stadt im Dialog. Unter welchem Gesichtspunkt habt ihr die Skulpturen errichtet? Ja, wir haben hier so eine frei begehbare Rauminstallation aus Objekten gebaut, die man halt wie so eine kleine Stadt aus unseren Objekten besuchen kann und durchlaufen kann. Genau, und das war so die Idee, wie wir den Kontext dieser Messe aufnehmen wollen in unserer Arbeit, dass man da von allen Seiten durchlaufen kann und die Objekte aus allen Perspektiven betrachten kann. Ihr habt als Künstlerduo zusammengearbeitet. Wie ist denn die Zusammenarbeit verlaufen? Wart ihr euch immer einer Meinung? Oder? Ja, also wir arbeiten zusammen seit 2017 und von daher würde ich sagen, dass wir schon so eine gemeinsame Meinung aufgebaut haben in diese letzten 7 Jahren. Ja, und wir sind uns nicht immer komplett einig, aber wir arbeiten, bis wir eine gemeinsame Sprache so finden können. Ja. Ich nehme an, dass hier sehr viele Symbole zu finden sind. Vielleicht könntet ihr die mal dechiffrieren für uns? Ja, also wir arbeiten so groß mit dem Topos Superfruits und haben hier verschiedene Konstellationen zusammengestellt aus diesen Objekten, die wir aufeinander stapeln. Und genau, das wäre so ein, wie so ein Fruchtstand, haben wir uns etwas überlegt, oder ein überdimensionierter Cocktail von Früchten. Genau, und das ist halt das grobe Topos der Arbeit und das grobe Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und genau, es ist auch um diese Ästhetisierung einer gewissen Kultur. Esperanza kommt aus Chile, ich komme aus Deutschland, wir haben andere Kontexte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Genau, und wir bauen, versuchen in unserer gemeinsamen Sprache so eine eigene Welt für uns aufzubauen, auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen Sehnsucht dabei? Wäre das eine Welt, in der ihr tatsächlich gerne leben würdet? Ja, könnte man schon sagen. Also ja, also es ist so ein bisschen wie ein Stillleben vielleicht, wo so exotische Früchte so präsentiert sind, und in dem Sinne kann schon so ein bisschen nach Sehnsucht aussehen. Ja. Weil ja das Konzept ist die Stadt im Dialog, wolltet ihr auch einen Dialog eurer beider Heimatländer herstellen? Ich glaube, das passiert bei uns automatisch natürlich. Genau, das ist, unsere Arbeit entsteht im Dialog, und genau, diese Messe steht im Dialog, deshalb ja, passt das.